Frau Gödecke, Sie sind Pfarrerin in Berlin und hatten in Ihrem Leben schon sehr oft mit Todesnähe-Erfahrungen zu tun. Es ist natürlich grundsätzlich eine sehr spannende Frage, wie die Kirche mit solchen Erfahrungen umgeht. Aber zunächst, was hat Sie zu diesem Thema geführt? Also im Grunde kann ich mich gar nicht zurückentsinnen, ein Leben ohne das gehabt zu haben, sozusagen, weil ich in einem sehr offenen Haus aufgewachsen bin, wo das immer mit anerkannt war, dass es ein Leben vor der Geburt und nach dem Tode gibt. Und dadurch war für mich es ein Reinwachsen in diese ganze Fragestellung bis hin, vielleicht das Einschneidendste in meiner Jugend, dass meine Großmutter starb und ich im Vorhinein einen Traum hatte, dahingehend, dass ich mit ihr eine Straße längs ging und sie plötzlich so durch die Menschen durchging, dass mir daran deutlich wurde, sie muss gestorben sein. Und dann kamen wir schließlich in einen Raum, wo viele Menschen trauerten und wo sie diese Menschen gar nicht erreichte. Und da hatte ich das Empfinden in dem Augenblick, dass ich da eigentlich selber eine Trauer empfand, weil sie nicht wahrgenommen wurde von den Menschen, die über ihren Tod trauerten. Und das war für mich so ein erstes Aufwacherlebnis, als ich dann später in dem Fall über Ritschi dieses Buch las, Rückkehr von morgen, dass ich das Gefühl hatte, ja, das kenne ich zumindest aus diesem Traum. Ihre Beziehung zu dieser Thematik hat also mit der Literatur begonnen. Haben Sie dann auch Menschen kennengelernt, die selbst solche Erfahrungen gemacht haben? Ja, also als Pfarrer sowieso. Ich bin jetzt 22 Jahre dabei und da gibt es doch immer wieder Menschen, die davon erzählen. Also einerseits direkt von Nahtoderfahrung und auch von ganz unterschiedlichem Umgang damit. Also einige, die dadurch sehr beseelt sind und ein ganz neues Leben beginnen und sozusagen wissen, worauf es ankommt, und andere, die kaum in den Alltag zurückfinden. Also wo es eigentlich auch eine Problematik hat, weil man gar nicht so recht mehr hier auf der Erde ankommt. Welches Gesamtbild hat sich für Sie aufgrund all dieser Schilderungen ergeben? Haben wir nach dem Tod einen weiteren Lebensweg zu gehen? Also ich gehe davon aus, dass man nach dem Tode eigentlich wirklich einen weiteren Weg geht und von daher die Seele eine ganz andere Wanderschaft antritt sozusagen als auf der Erde, aber mit den Erfahrungen der Erde. Und wobei, das muss ich sagen, als Pfarrerin der Christengemeinschaft, wir auch sehr konkret damit umgehen. Also auch ein Bestattungsritual spricht sehr deutlich aus, dass man den Verstorbenen ein Stück weit in diese Welt begleitet, wo sie einerseits das, was in den Nahtoderfahrungen oft beschrieben wird, dass sich ein so großes Panorama eigentlich einstellt, also ja, dieses zum Raum wird hier die Zeit im Grunde, dass das zunächst mal die erste Zeit betrifft, und zwar die ersten 3 Tage wohl etwa, also wo man in früheren Zeiten in der Zeit auch eine Aufbahrung der Menschen eigentlich so als Kultur hatte. Und dann im Anschluss, dass sich da eigentlich so der Mensch mit dem eigenen Leben so befasst, dass er schrittweise wie aufarbeitet das, was ihm daraus wesentlich ist. Also ich glaube zum Beispiel, dass auch die Bestattungsansprache dem dient. Und für mich war es mal ein großes Erlebnis, da war ich noch nicht Pfarrer, da war ich noch Student, als mein eigener Klassenlehrer starb und der ziemlich plötzlich und der mit dem Ritual der Christengemeinschaft bestattet wurde, ohne Mitglied zu sein. Und ich hatte immer das Gefühl, das passt nicht ganz. Und in dem Augenblick, in dem ein Kollege über sein Leben sprach, hatte ich die Empfindung, jetzt ist er da, das ist seins. Und von daher ist für mich sehr, sehr wichtig, auch im Zusammenhang mit dem Tod eines jeden Menschen, die Frage zu stellen, was ist für den wirklich wesentlich und was ist seins? Und weniger, was machen wir drumherum, was uns gut tut? Also auch, ich habe schon öfter mal Bestattungen sozusagen verweigert, weil ich das Empfinden hatte, dass derjenige ist da gar nicht drin in dem, was wir da bieten. Und habe dann oft auch andere Arten von Bestattung gemacht, halt zivil dann und nicht mehr als Pfarrer.
Was war für Sie der ausschlaggebende Grund, Pfarrerin zu werden und sich in der Christengemeinschaft zu engagieren? Ich hatte die Idee oder den Einfall bereits mit 14 Jahren. Und vielleicht hat das sogar in gewisser Weise mit Nahtoderfahrung zu tun. Weniger, dass ich erlebt habe, dass ich außer mir war, als vielmehr, dass ich empfand, dass ich mit dieser Idee fast erschreckend mit etwas konfrontiert wurde, was größer war als ich selber. Und wo ich die Empfindung hatte, dass es nicht nur mein persönlicher Gedanke, sondern es ist wie so eine Aufgabe. Ich habe dann auch nie darüber gesprochen mit jemandem. Es hat mich eher erschreckt eigentlich. Und später dachte ich dann, das hat mich nur wohlbehalten durch die Jugend geführt. Und jetzt kann ich was Ordentliches werden. Und dann wollte ich aber doch wenigstens prüfen, ob das mit mir zu tun hat. Und dann merkte ich, dass es sehr viel mit mir zu tun hat. Ich habe dann aber noch Biologie studiert zwischendurch, weil ich die Empfindung hatte, wenn man gerade mit der Seelsorge zu tun hat und auch gerade mit dem Geistigen, ganz sehr konkret, dann muss das auch gedeckt sein mit der Naturwissenschaft. Und deswegen hat es mich gereizt, ja, Biologie zu studieren. Aber das war ein sehr starkes Erlebnis, auch eines Übersinnlichen, würde ich mal sagen, als dieser Gedanke da kam. Und auch dieses, dass man nicht darüber spricht, das gehörte für mich da sehr stark rein. Jetzt ist dieser Beruf etwas Ordentliches. Das ist sehr was Ordentliches. Ich habe nie daran gezweifelt, dass es ein wunderbarer Beruf ist. Ja. Innerhalb der christlichen Kirchen gibt es ja sehr unterschiedliche Ansätze, mit Nahtoderfahrungen umzugehen. Vom einfachen Leugnen, vielleicht aus Unwissenheit, bis zum Versuch, spirituelle Erlebnisse in irgendeiner Form in die Lehre zu integrieren. Welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht? Sind Sie innerhalb der Kirche eher auf offene oder auf taube Ohren gestoßen? Also innerhalb der großen Kirchen ist das ja wirklich ein schweres Thema, erstaunlicherweise. Also ich habe selber immer wieder die Empfindung, es wird ein salonfähiges Thema, schon seit den 80er Jahren, nach und nach. Und in dem Zuge auch über Vorgeburtlichkeit zu sprechen oder über Christuserfahrungen oder sonstige spirituelle Erfahrungen oder Engelerfahrungen. Also die Decke wird dünn sozusagen. Ich habe das Gefühl, die Decke wird dünn gegenüber der geistigen Welt. Das verändert sich sehr. Und umso merkwürdiger ist, dass ausgerechnet die großen Kirchen sozusagen als Gesamtheit da immer mal wieder eine Scheu haben. Also in der katholischen Kirche, dass große Engelgebete eigentlich verschwinden, merkwürdigerweise, wo es woanders so stark auftritt. Und im Evangelischen sind es auch Einzelne nur, die sich vortun, einzelne Pfarrer oder Theologen, die da versuchen einzusteigen im Kontakt mit bestimmten Menschen. Und ich glaube eigentlich, dass jeder Seelsorger damit zu tun haben müsste. Obwohl natürlich auch wahrscheinlich ein Gesetz ist, dass man nur jemandem was erzählt, von dem man die Empfindung hat, der glaubt einem auch. Also der nimmt einen ernst in diesen Fragen. Aber es gibt auch immer wieder Einzelne, die halt da eigene Wege suchen. Also ich habe in Kiel mit einer Theologin an der Universität gearbeitet. Das war ganz interessant. Die hat richtig dazu geforscht, Sabine Bobert, und hat viele Filme dazu dann auch mit den Studenten angeschaut und so weiter. Aber die ist dann bunter Hund. Das ist schon klar. Nahtoderfahrene sagen sinngemäß oft, dass sich durch ihr Erleben ihre Religiosität, ihre Spiritualität vertieft hat, dass sich aber ihr Bezug zu ihrer traditionellen Religion gelockert oder sogar gelöst hat. Sind Nahtoderfahrungen aus Ihrer Sicht eine Gefahr für die Kirche oder können sie eine Gefahr sein, weil für viele Menschen an die Stelle des Glaubens sozusagen erlebtes Wissen tritt? Also in dem Augenblick, wo Glauben und Wissen als Gegenüberstellung da sind, ist die Gefahr da, ja. Und von daher ist eher die Frage, wie weit sozusagen zeitgerecht die Kirche ist jeweils
und wie weit sie da mitgeht. Ich glaube, dass wir heute eine ganz andere Art von Religiosität und Spiritualität leben müssen und dass wir da gerade durch Nahtoderfahrene zum Beispiel sehr belehrt werden können, wie wir völlig anders diese Geistesnähe einbeziehen müssen und können, glaube ich. Ich glaube auch, dass die heutigen Kinder und Jugendlichen ganz anders da in der Richtung spirituell sind. Also da erlebt man doch so viel. Also zum Beispiel, gerade neulich im Religionsunterricht, gerade die letzte Stunde, Zweitklässler, Achtjährige, die sich im Unterricht darüber unterhielten, dass man doch, je stärker man für die Erde aufwacht, desto weniger würde man die Engel wahrnehmen. Aber wenn man dann ganz alt ist, dann würde man die sicherlich wieder wahrnehmen. Sagen diese Kinder, würden die vielleicht mit 14 nicht mehr sagen, weil sie da nicht mehr so drinstehen, weil sie zu sehr erwacht sind sozusagen fürs Erdensein. Aber die Kirche müsste eigentlich viel stärker einbeziehen, diese reale Geistnähe. Und wenn sie das hat, wenn sie das empfindet, dann glaube ich, müssten sich auch Menschen mit spirituellen Erfahrungen darin wieder beheimaten können, weil das eigene Wissen und die Erfahrung dann übereinander gehen sozusagen. Es wäre also auch innerhalb der Kirche überall die Haltung wichtig, nicht eine unveränderliche Wahrheit zu verkünden und zu konservieren, sondern selbst auf dem Weg zu sein. Ja, und ich glaube, also ich selber, dass man eigentlich auch mit dem Neuen Testament so gut denken kann. Also dass die Offenbarung nicht abgeschlossen ist mit dem Neuen Testament oder mit dem Tod Christi oder der Auferstehung Christi, sondern dass das eigentlich weitergeht. Also dieses "Ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung der Erdenzeit" zeigt doch eigentlich die konkrete Nähe, die spirituelle Nähe. Oder was Johannes am Ende schreibt, es gäbe noch vieles zu sagen. Die Erde würde nicht Raum haben, die Bücher zu fassen. Das weist für mich darüber hinaus. Und meines Erachtens geht das auch in jedem Schicksal eines Menschen mit. Und von daher glaube ich, dass jeder einzelne Mensch dazu eine reale Beziehung aufbauen kann und diese Wirklichkeit eigentlich mit auf Erden verwirklicht. Das findet für mich nicht nur in der Kirche statt, aber eben auch. Also die Kirche sollte da eine Hilfe geben, dass man da eigentlich wieder sozusagen in moderner Weise fromm sein lernen kann, aus dieser Erfahrung heraus gemeinsam mit dem Wissen, was man über dieses Geistige haben kann. Also für mich ist das eigentlich kein Gegensatz, aber es scheint doch wie so ein Paradigmenwechsel zu sein, den man da machen muss, auch als Pfarrer. Der Glaube mancher Menschen erschöpft sich oft im Festhalten an bestimmten Vorstellungen. In YouTube-Kommentaren zu Nahtoderfahrungen sind mitunter auch ziemlich radikale, fast schon fanatisch anmutende Glaubenspositionen zu finden. Jesus ist die einzige Wahrheit. Nahtoderfahrungen seien Vorspiegelungen des Teufels, in denen man nur Dämonen begegnet, und das alles diene dem Zweck, Seelen zu verwirren. Was würden Sie darauf antworten? Wie absurd. Also darauf würde ich antworten, jeder Mensch kann doch nur auf seiner eigenen Erfahrung sich gründen. Und ich glaube, gerade was den Glauben betrifft, da kann doch jeder nur auf seine eigene Erfahrung auch sich berufen und auf seinen eigenen Glauben. Von daher, ich finde es interessant, dass damals Rahner, über Ratzinger, bevor er Papst wurde, dass er in seinem Studium selber davon gesprochen hat, für jeden Christenmenschen müsse es gelten, dass das eigene Gewissen noch über der Kirche steht. Und das hätte er als Papst sicher so nicht mehr ausdrücken dürfen, sag ich mal so, in seinem eigenen Korsett. Aber ja, das macht es den großen Kirchen schwer, wenn es daran festgehalten wird. Und wenn das Glaubenskorsett, ich glaube, man kann heute keinem Menschen mehr vorschreiben, wie er zu glauben hat. Das kann doch nur der Einzelne mit seinem eigenen Gewissen, so der junge Ratzinger, ausmachen. Und von daher müsste auch im Christentum
Und ich meine, das Evangelium gibt es das vor, die absolute Glaubensfreiheit für jeden Einzelnen gelten. Und ich glaube, da haben wir noch viel zu lernen, also so rum eher dann. Wie ausgeprägt ist denn nach Ihrer Erfahrung innerhalb der Kirche der alte Anspruch, die allein selig machende Wahrheit zu verkünden, vielleicht auch nur unausgesprochen im Hintergrund, während nach außen hin Toleranz geübt wird? Definiert sich nicht im Grunde jede Kirche oder Glaubensgemeinschaft auch dadurch, dass man eben im Gegensatz zu anderen die Wahrheit verkündet? Ja, wenn man das so denkt, dann wird es schwierig, ne? Also dann kann man nur sagen, ja, wenn man meint, sein eigenes sei das Alleinseligmachende, dann wird es schwierig halt. Und dann muss man halt sehen, wer sich darin noch beheimaten kann. Und die anderen dann eben nicht, würde ich mal so sagen. Also da denke ich doch sehr anders, weil ich wirklich glaube, dass jeder individuell schauen muss, wo er sich beheimaten kann. Und von dem auch nur ausgehen kann. Und wie weit das dann noch einen Anspruch macht. Also ich fand mal sehr interessant, ich habe mal ausgerechnet mit einem altkatholischen Priester zusammen auf Mont-Saint-Michel, also in einem katholischen Kloster, gemeinsam für vor allem reformierte Pfarrer einen Kurs geben sollen, Engellehre in der Anthroposophie oder überhaupt über Engellehre. Und da wir da in dem Kloster waren, mussten wir sehr viel schweigen. Und ich habe da so ein bisschen erzählt, natürlich meine Sachen auch gebracht und kamen auch andere Sachen zur Sprache. Immerhin waren da Menschen, die recht aufgeschlossen waren gegenüber der Engelwelt in dem Fall. Und trotzdem merkte man, mit wie viel Emotionen das behaftet war und wie scharf das für diese Theologen war, immer wieder schweigen zu müssen in diesem Kloster, weil bestimmte Sachen dann nicht ausdiskutiert werden durften, weil wir schweigen mussten wieder. Und es war sehr interessant, wie durch diese Tage hindurch eine immer nachdenklichere Stimmung auftauchte. Aber es ist natürlich auch sehr schwierig, glaube ich, wenn man das Empfinden hat, man muss an einem bestimmten Katechismus festhalten und dann sich darauf einlassen, dass es vielleicht auch ganz anders geht, ist, glaube ich, sehr, sehr schwer. Also ich weiß von einem evangelischen Pfarrer, für den zum Beispiel schwierig war, das Credo zu sprechen. Nicht? Wir glauben an. Und dann hat er sich geholfen, dass er immer begann, wir sprechen jetzt den Glauben unserer Väter, und dann begann er. Also dieses, wie mache ich es, dass es noch für mich gilt? Und da ist natürlich auch vieles sicherlich tiefe Wahrheiten, aber so formuliert, dass wir modern da gar nicht mehr mit können. Und da müsste man sich bewegen, damit es lebendig wird. Es muss doch immer das lebendige Spirituelle ergreifen. Und ich schätze, dass jemand, der vor allem Nahtodeserfahrung hatte, das sehr schnell spürt, ob es wirklich lebendig ist und von dem zeugt, was er erlebt hat, oder ob es hohl klingt oder zu theoretisch nur. Und dann kann natürlich jeder Begriff Gott und alles irgendwie zum abstrakten Begriff nur werden. Ihre seelsorgerische Tätigkeit bringt Sie natürlich in den Kontakt mit vielen Problemen der Menschen. Ein großes Tabuthema in unserer Gesellschaft ist der Suizid. Glauben Sie, dass Nahtoderlebnisse auch in der Suizidprävention eine Rolle spielen können? Ja, also sowohl als auch. Ich habe damit zu tun, in der Seelsorge natürlich. Und das Wissen darum, dass es nach dem Tod weitergeht und dass es nicht egal ist, wie man aus dem Leben scheidet, spielt da eine große Rolle. Also natürlich erlebt man immer wieder, wenn jemand ganz akut suizidal ist, dass sozusagen alles egal werden kann und dass da auch gar nichts mehr hilft in dem Augenblick. Außer, dass man mit ihm versucht, Schritte zu gehen und sozusagen sich vergewissert, dass er sich bei einem erstmal meldet oder so. Also da hilft dann, glaube ich, in dem ganz gefährlichen, die menschliche Nähe vor allem, meine ich. Aber doch, das macht groß was aus, glaube ich, oder erlebe ich. Das Wissen,
es geht nach dem Tod weiter und man wird mit dem auch noch mal konfrontiert, was man auf Erden erlebt hat. Das spielt eine Rolle. Und zugleich glaube ich, dass jeder Mensch, der in diese Gefahr kommt, sich selber das Leben zu nehmen, es nie freiwillig tut. Und von daher, wenn es dann passiert, habe ich die Frage, wie weit ist es sozusagen, also ich habe noch nie einen Freitod in dem Sinne erlebt. Das ist dann aus einer sehr starken Not, glaube ich. Und ich glaube auch nicht, dass es sozusagen grundsätzlich fürs Nachtodliche jetzt für immer verdorben ist oder so. So denke ich da überhaupt nicht. Aber es kann doch einem helfen, einem Menschen, dass man erlebt, es gibt noch Türen, an die ich noch nicht geklopft habe. Und es gibt noch andere Wege, wo man noch weiter gucken kann, denn das, was mich hier bewegt, wird mich dort auch bewegen. Ein wichtiger Sinn von Religion liegt doch eigentlich auch darin, einen Ausblick zu vermitteln, dass es eben ein Weiterleben nach dem Tod gibt, dass unser Leben, unser Dasein einen tieferen Sinn hat. In der Praxis kann Glaube aber auch Angst erzeugen. Die Angst vor der Hölle, vor der ewigen Verdammnis, weil man beispielsweise wieder den Heiligen Geist gesündigt habe und so weiter. Haben Sie mit solchen Ängsten auch Erfahrungen? Ja. Wie reagieren Sie darauf? Ja, damit habe ich Erfahrung. Ne? Und ich glaube, die Angst vor dem Tod bleibt auch immer noch, je näher die Schwelle kommt, sage ich mal so, immer wieder auch ein Thema für viele Menschen. Vielleicht auch für Menschen, die zu Lebzeiten das Empfinden hatten, sie freuen sich darauf oder sie gehen darauf zu. Trotzdem ist es ja immer ein Ungewisses. Und das darf man, finde ich, auch immer wieder ernst nehmen. Also ich habe auch mit Menschen zu tun, die sich sozusagen schämen, dass sie dann plötzlich auch solche Fragen haben. Einerseits und zum anderen helfen auch da, finde ich, Nahtoderfahrungen, weil dieses, was immer wieder beschrieben wird, dass man eigentlich erlebt, manchmal wird es ja wesenhaft beschrieben, manchmal nur wie ein Licht, eine Wärme, dass man eigentlich wie begleitet in aller Liebe darauf blickt, was man im Leben durchlebt und durchlitten hat. Selbst die Sachen, die schwierig waren und die man vielleicht auch mit neuem Impuls zurückkehrend anders machen wollte, dass man trotzdem erlebt, dass man völlig angenommen ist in dieser Liebe. Und ich meine, man kann diese Liebe, die Nahtoderfahrene da beschreiben, mit dem Christus verbinden, als dem Wesen, das die Liebe ist. Und von daher glaube ich, dass wir im Nachtodlichen alle eigentlich aus dieser Qualität heraus, aus diesem Angenommensein und nicht aus einem sozusagen beobachtenden, distanzierenden Blick auf uns schauen. Und dass selbst das, was schwierig ist, im besten Falle sozusagen dafür dient, dass wir andere Impulse daraus erlangen, um sozusagen fantasievoller dem wieder begegnen zu können. Also ein bisschen wie auch zu Lebzeiten, dass man nach einer Nacht erleben kann, ich habe jetzt völlig andere Gedanken, wie ich da nochmal anpacken kann. Und ja, von daher glaube ich, dass wir das, was wir im Nachtodlichen durchmachen, völlig bejahen können. Und selbst wenn es was Schmerzhaftes gibt, dass es anders aufgefangen ist in diesem Größeren. Würden Sie so weit gehen zu sagen, ja, mit dem Tod findet eine Art Bewertung des Lebens statt, aber eben nicht im Sinn eines Vorrechnens von Sünden und einer Verurteilung, beispielsweise zu ewiger Verdammnis, sondern im Sinn einer allumfassenden Liebe, der gegenüber sich ein Mensch in seiner Fehlerhaftigkeit vielleicht unwert dünkt? Ich finde, Sie haben es sehr gut ausgedrückt, ja, so würde ich sehen. Also, dass eigentlich man selber da sein eigener Richter im Zweifelsfall ist. Aber dass selbst das, glaube ich, in eine andere Perspektive mit reingeholt wird. Also in diese Liebe und dadurch dann doch auch anders angenommen, man den Mut hat, es auch anders anzuschauen, das glaube ich schon. Und dass dadurch nach und nach zumindest eine Klarheit entsteht. Zusammenfassend also, ja, das Leben erfährt eine Bewertung, aber diese Bewertung ist von Liebe getragen. Genau. Und auf jeden Fall in der Perspektive und Aussicht, sich weiterzuentwickeln, sozusagen zur eigenen Freiheit, zum eigenen Individuellen. Also man könnte sogar sagen, selbst
all das, was schwierig war oder was ich selber falsch gemacht habe, dient doch dem, dass ich da anders lernen kann. Also ich bin fest davon überzeugt, dass jeder Mensch bis zum Tod und darüber hinaus lernender ist. Und darin ist doch auch wiederum was Befreiendes, finde ich. Ein anderer Aspekt Ihrer Tätigkeit ist die Hospizarbeit. Hatten Sie in Ihren Begleitungen am Sterbebett auch bewegende Erfahrungen? Konnten Sie beispielsweise Sterbebettvisionen miterleben? Durchaus. Und man erlebt ja sehr oft, also gerade im Hospiz habe ich ja nicht nur, ich sage jetzt mal, Gemeindemitglieder oder Christen oder so, sondern man erlebt wirklich die ganze Bandbreite von Menschen, die also zu Lebzeiten alles Mögliche geglaubt haben. Und ich bin einerseits immer wieder überrascht, wie die Menschen ein Gefühl für Spirituelle bekommen. So kann man es vielleicht allgemein formulieren. Und diese Vision, ja, da erlebt man immer wieder, wie die dann erleben, dass Verstorbene, also sozusagen ihnen Vorangegangene, da sind. Oder ich bin immer wieder erstaunt und weiß auch gar nicht immer, warum sich das so einstellt, diese Gewissheit, dass zum Beispiel Menschen, die auch völlig dement waren, im Sterbeaugenblick nochmal oder vor dem Sterben nochmal völlig klar werden. Das haben Sie auch miterlebt. Ja. Und das ist immer wieder erstaunlich, dass man wirklich mitbekommt, was die jetzt wollen. Und manchmal sind sie ganz da und können auch wirklich nochmal was deutlich aussprechen. Und manchmal erlebt man, dass sie, ich kann es nicht mal sagen, wie zum Ausdruck bringen, ob sie zum Beispiel im Sterben selber allein sein wollen oder ob jemand dabei sein soll. Und das ist ja so verschieden, das ist so erstaunlich, was sich da alles kundtut. Und ich muss auch sagen, als Pfarrer bin ich immer wieder überrascht, wie viel der Sterbeaugenblick über diesen Menschen offenbart. Also ich habe oft das Gefühl, dass dieser Augenblick manchmal bis in die Wetterlage oder Tageszeit oder eben ob man alleine oder im Kreise von lieben Menschen oder jemandem ganz Fremdem stirbt, dass das sehr, sehr viel über diese Persönlichkeit aussagt. Und ich fand auch selber bisher immer sehr interessant, wenn man zum Beispiel alte Menschen begleitet oder Schwerkranke, wo es wirklich auf den Tod zugeht, dass ich für die Ansprache bei einem Begräbnis eigentlich nie sozusagen, man könnte ja schon vorher die Daten sammeln oder so. Das Gefühl hatte, ich kann schon zu Lebzeiten, ich sag's mal ganz böse, die Rede machen. Das geht gar nicht, weil sich im Sterben nochmal was offenbart und ich glaube auch im Kontakt da mit dem Verstorbenen etwas zutage tritt, was vielleicht zu Lebzeiten so sich gar nicht ausleben konnte. Und da bin ich immer wieder sehr, sehr überrascht, bis hin übrigens zu Aufbahrungen. Dass man dann erlebt, dass zum Beispiel jemand, der völlig unscheinbar wirkte, so majestätisch groß auf dem Totenbett wirkt. Oder jemand, der sehr streng war, plötzlich ganz jung und ganz leicht erlebbar wird. Oder. Also, dass sich da etwas offenbart, was zu demjenigen wirklich noch gehört. Und deswegen bin ich auch ein Verfechter davon, dass auch die Verwandten, soweit sie irgend können, nochmal ans Bett gehen und den Verstorbenen auch nochmal sehen wollen. Und dann finde ich auch doll, das ist natürlich im Hospiz auch immer wieder groß, also dieses Hin- und Herschwanken zwischen diesen Visionen, auch was einen da erwartet oder dass dann irgendwas erzählt wird, dass man jemanden da mal den Platz machen soll und so, man weiß gar nicht, wer das sein soll und spricht dann mit demjenigen und dann wird auch davon gesprochen, wo man hingeht und dann plötzlich wieder und morgen reise ich da und dahin und jetzt packen wir die Koffer und dann geht's los oder irgendwas anderes, was man unbedingt machen will und wo man erlebt, das kann der doch gar nicht und eben war er doch in was ganz anderem drin. Und dieses Hin und Her, das gehört, glaube ich, zu diesem großen Todesaugenblick, dass man eigentlich ein bisschen so, man kann auch nicht in die Sonne direkt schauen, man kann nicht lange blicken, man muss immer wieder dann auch runterblicken und das andere wahrnehmen und das ist fast zu groß, um es immer im Visier zu haben. Mhm. Eine Sache finde ich noch sehr interessant, ich liebe es in diesem Hin und Her, dass man die Menschen sehr ermutigt, auch den Umkreis, sozusagen radikal ehrlich zu sein und dass man noch vieles besprechen kann. Und gerade auch bei jüngeren Menschen, also keine Ahnung, ein junger Vater,
der seine Frau und die Kinder zurücklässt. Dass man, und der das nicht wahrhaben will, dass er jetzt sterben wird, weil das natürlich sehr schmerzhaft ist. Dass man den dann immer wieder besucht und dahin nach und nach bringt, dass er mit seiner Frau nochmal alles bespricht, was denn in seinem Sinne geregelt werden soll. Und das sind oft so Augenblicke, da muss man sehr oft abpassen, bis man dazu kommt, dass er bereit, also ich habe jetzt gerade einen Vater vor Augen, der bis er bereit war, darüber zu sprechen. Ich fand ganz interessant, dieser Mann, an den ich gerade denke, ich kam aus der Schule und hatte so eine Kasperpuppe im Grunde mit, das war ein bisschen unpassend eigentlich, und kam da in sein Zimmer und hatte einen Korb und das da drin. Und plötzlich leuchteten seine Augen und er sagte, so eine Puppe braucht mein Junge. Und dann habe ich ihm versprochen, dass ich die machen lasse. Erstaunlicherweise waren dann sogar Verbindungen zu der Puppenmacherin, über deren Mann, der mal Klassenlehrer von ihm gewesen war. Das war auch nochmal ganz erstaunlich, was da sich an Schicksalsfäden zusammenflocht, plötzlich so ganz unerwartet. Und das war dann, eigentlich war diese Puppe der Anlass, dass ich endlich mal Tacheles reden durfte, was die Frau schon längst wollte und der ganze Umkreis leugnete, wo sie ganz allein dastand und eigentlich mit ihrem Mann noch bestimmte Sachen wirklich besprechen wollte. Und dann hatten wir nur ganz wenig Zeit, er hatte einen Hirntumor, um überhaupt die wichtigsten Dinge so zu klären, dass sie daran anknüpfen konnte, auch nach seinem Tod. Und ja, da gibt es natürlich viele, viele Geschichten. Kann man das vielleicht irgendwie verallgemeinern? Was ist auf einen einfachen Nenner gebracht im Sterbeprozess wichtig? Dinge klären, Bindungen lösen? Also das sind ja ganz verschiedene Aspekte, die alle sehr wichtig sind, finde ich. Und es kann sich ja auch ganz verschieden anfühlen. Auch je nachdem, wie man zu Lebzeiten mit dem Tod gelebt hat. Also ich habe mal ein Seminar geleitet, das habe ich genannt, wie lerne ich richtig sterben? Und dann lasen meine Konfirmanden das und sagten, wie furchtbar, wie kann man das sagen? Und dann meinte ich, guck mal auf die Unterschriften, da stand Seminar ab 35. Ach so, das war für die natürlich schon Scheintod. Aber dieses, wie ich etwas wie abrunden kann, das kann sehr verschieden sein. Und eigentlich da so ein bisschen wie so eine Hebamme mit zu sein, das ist eigentlich für mich das Wichtigste, zu lauschen, ob man irgendwie noch so ein paar Krusten aufbrechen kann, um demjenigen bei dem zu helfen, was ihm wichtig ist. Geht ja auch nicht immer. Also gerade die Generation, die noch Kriegserlebnisse hatte, jetzt hier in Deutschland, das ist ja sehr schwer, daran zu kommen. Und manchmal ist vielleicht nur gut, dass man da bestimmte Sachen anspricht selber und derjenige weiß, dass man weiß, dass es da Sachen gibt, worüber geschwiegen wird. Ist dann vielleicht wichtig. Es geht aber immer darum, ein Stück freier zu werden oder mehr Liebe erfahren zu können. Ja, ich glaube ja, genau. Gerade die Liebe erfahren zu können. Und dass man da die Ernsthaftigkeit von seiner Umgebung entgegengebracht bekommt, ganz ernst genommen zu werden in dem, was einen selber bewegt oder was einem selber wichtig ist. Denn es ist ja ganz oft auch, dass der Sterbende eigentlich wie verstummt, weil der Umkreis nicht darauf reagieren kann. Sie haben auch das Phänomen der sogenannten terminalen Geistesklarheit erwähnt. Gab es diesbezüglich auch ein oder zwei Erlebnisse, die Sie besonders bewegt haben? Ja, also beide Male sehr alte Menschen. Einmal eine Frau, die ich eigentlich nur dement kennengelernt habe und immer wieder besucht habe im Altersheim, wo sie gar keine Orientierung mehr hatte und auch schließlich gar nicht mehr wusste, mit wem sie es zu tun hat oder woher man, also die Zusammenhänge, die dann, als ich ihr die letzte Ölung brachte, plötzlich sich kerzengerade im Bett aufrichtete und sehr deutlich sagte, was jetzt passiert. Das war für mich sehr eindrücklich. Diese Dame war auch nach dem Tod auf dem Totenbett, merkte man, da war sofort ganz viel, ganz starke Präsenz da. Das finde ich jetzt auch immer sehr unterschiedlich und das war da besonders stark. Und seither interessiert mich auch gerade bei Dementen, wie sich das da verhält. Ein zweiter Fall, der ist ein bisschen anders.
ein alter Herr, der auf jeden Fall als Soldat im Zweiten Weltkrieg war, war schon zu Lebzeiten immer, wenn ich ihm sozusagen die Kommunion im Hause, die Krankenkommunion brachte, dass immer, wenn ich kam, er kaum ansprechbar war. Aber er hatte lange mit diesem Ritual gelebt. Und ich brachte ihm dann die Kommunion, die vertrauten Gebete, immer nur ganz kurz, so wie er halt aufnahmefähig war. Aber immer, wenn ich ein Gebet gesprochen hatte, begann er plötzlich aus seinen Jugenderinnerungen zu erzählen. Und erzählte mir sehr viel. Seine Frau, die gar nichts mit der Christengemeinschaft zu tun hatte, die wurde immer richtig eifersüchtig. Wobei das wenig mit mir zu tun hatte, als vielmehr, dass man merkte, sein Ich wurde wie rangeholt durch dieses, was ihm so wichtig war zu Lebzeiten. Und auch im Sterben merkte man dann, da war er ganz da. Er hat sozusagen ganz einverstanden damit sich gebärdet. Und vielleicht ein drittes noch, das auch ein bisschen anders ist, was mich auch sehr bewegt hat. Ich wurde in die Notaufnahme gerufen zu einer alten Dame, die einen Zusammenbruch hatte und die gar nicht ansprechbar war. Und es war wirklich die Notaufnahme, rechts und links waren nur so die Kabinen mit Vorhängen abgetrennt von ihr. Und ich sollte, weil es auf Sterben zuging, ihr die letzte Ölung bringen. Und ich verstand mein eigenes Wort nicht, weil alles piepte drum und um. Und es waren sicher da 6 Parzellen und überall waren irgendwie Ärzte zugange. Ich habe mich wirklich nicht gehört. Ich sprach die Worte und vollzog mit dem Öl die Ölung, die Salbung. Und diese Frau kam wieder zu sich und hat mir ganz genau erzählt und wörtlich erzählt, was ich gemacht habe. Das war für mich auch sehr eindrücklich, dieses Konzentrierte, auf was man dann mitbekommt. Sie haben vorhin die Präexistenz der Seele genannt, also die Vorstellung angesprochen, dass die menschliche Seele schon vor der Geburt besteht. In christlichen Kreisen gibt es ja jetzt auch die sehr verbreitete Vorstellung, dass Gott jeden Körper die Seele hinzuschafft. Demgegenüber gibt es bedeutende Kirchenlehrer, wie beispielsweise Origenes, die ja schon sehr früh von einer Präexistenz der Seele ausgegangen sind. Was ist diesbezüglich Ihre Meinung? Sollte dieser Punkt jedem Menschen zu glauben freigestellt bleiben oder könnte die Kirche hier auch eine allgemeingültige Lehrmeinung haben? Also, ich glaube, man könnte eigentlich der Kirche eine allgemeine Position geben, also wenn sie dann auch das Testament dazu nimmt, zum Beispiel schon bei David im Psalm, du kennst mich schon vom Mutterleibe an. Das weist für mich auf eine Präexistenz oder eine Vorgeburtlichkeit der Seele. Und ich glaube selber, dass wir an der Erfahrung nicht vorbei können. Also so wie wir so unterschiedlich geprägt auf die Erde kommen, mit so verschiedenen Begabungen, mit so verschiedenen auch Leidensdruck und so weiter, dass ich davon fest ausgehe, dass es eine Präexistenz gibt. Und ich finde auch da, dass auch gerade die heutigen Kinder und Jugendlichen da sehr sensibel sind und sich auch gar nicht beirren lassen würden. Also da hat sich wirklich sehr, sehr viel die letzte Zeit getan, dass man das gar nicht mehr ausreden kann, glaube ich. Also mir fällt gerade ein Zitat eines Jungen ein, der ohne Arme und Beine auf die Welt kam und die Eltern haben ihn abgelehnt und er kam in eine Pflegefamilie. Und er war so etwa 5 Jahre alt, als er seine Mutter fragte, seine Pflegemutter, warum hat der liebe Gott mich ohne Arme und Beine auf die Welt kommen lassen? Schwere Frage. Und die Mutter hat es ein Glück auch nicht beantwortet, sondern sehr klug die Frage zurückgegeben und gefragt, was meinst du denn? Warum hat der liebe Gott das gemacht? Und dann hat dieser Junge geantwortet, also mit 5 kann man das vielleicht noch, mit 20 vielleicht hat er anders gelebt, hat geantwortet, der liebe Gott hätte sie mir gegeben, aber dann habe ich gesagt, ach, ich versuch's diesmal so. Also eine erstaunliche Antwort. Und ich habe das Empfinden, auch ich mache viel mit Kindern und Jugendlichen, auch Ferienfreizeiten und so weiter. Ich habe so oft das Empfinden, auch mit den Handicaps, mit denen die zu kämpfen haben heute, dass die das fast humorvoll wie ein schlecht sitzendes Kleid damit umgehen. Und das ist so großartig, dass es nur eine Nebenrolle spielt.
Und dass man eigentlich wie zu seinem eigenen Körper, der ja Instrument ist und so weiter, ein Verhältnis hat, dass man sich sagt, naja, das ist jetzt gerade so und da muss ich durch. Aber ich nehme es nicht zu schwer. Und ja, ich könnte, glaube ich, auch nicht Seelsorger sein, wenn ich davon nicht überzeugt wäre, dass man damit umgehen kann. Und ich glaube, wir sind heute auch nicht in der Gefahr, das würde ich mal zugute schreiben, sozusagen den alten Zeiten, als man auch Reinkarnation überhaupt nicht einbezogen hat, auch in der Kirche lange Zeit nicht, Origenes hat es, dass man sozusagen Befürchtung hatte, die Einzigartigkeit eines Erdenlebens zu missachten. Aber ich glaube, auf die Gefahr fallen wir heute nicht rein. Wir erleben, glaube ich, wie einzigartig das ist, was man erlebt. Und dass, selbst wenn es verschiedene Menschenleben gäbe, dass die Erde sich so verändert hat und das ganze soziale Leben, gerade heute in dieser wahnsinnig schnelllebigen Zeit, dass man doch ein völlig anderes Schicksal vorfindet oder auch selber dran baut. Das glaube ich eben. Sie würden also sogar so weit gehen, Präexistenz im Sinn von Reinkarnation zu verstehen? Sogar, genau, genau. Aber es würde mir auch reichen, erstmal nur Präexistenz, ja. Wir müssen jetzt nicht noch über Reinkarnation sprechen. Ja, das müssen wir jetzt wirklich nicht vertiefen. Ich glaube, der thematische Bogen war weit genug. Vielen herzlichen Dank für Ihre wertvollen Impulse. Herzlichen Dank für das Gespräch. Danke sehr, auch Ihnen für die ganze Offenheit und dass Sie diese Arbeit machen. Danke.